Oh, immer mit der Ruhe. Jo, da sind wir wieder. Weiter geht's. Ah, bei mir noch nicht ganz. Nee, aber ich habe jetzt gesagt, ich setze meine ganze Freizeit, kann man sagen, oder abgesehen, alles was ich habe, was außerhalb meines privaten Lebens abläuft, so mit Familie und so, ne, mache ich richtig mein ganzes Leben jetzt auf hier Zocken und sowas ein und das YouTube, Twitch, Shitbox Zeug, ne? Ja. Weil ich hatte jetzt eigentlich wieder Arbeit. Ne, ich hatte eine indirekte Zusage. Da fehlte nur noch die Unterschrift von Chef. Aber Chef sagte, nö, ist nicht. Obwohl der Personalleiter hat echt dafür gekämpft, dass ich da reinkomme. Ne? Also da konnte ich echt gut leiden. Wir waren voll dicke, ne? Und haben uns auch super verstanden während der Arbeit. Lief alles cool, da dachte ich, boah, ich will dich unbedingt dabei haben. Ne, das läuft echt klasse mit dir, du machst, du tust, ne? Und Gut, aber man kann halt nicht alles haben, ne? ja, und der Chef hat halt nö gesagt. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt, ne, jetzt hast du schon Arbeit, alles, strengst dich an und so, ne? Und dann wirst du wieder vom System gefickt, kann man auf gut Deutsch gesagt. Ne? Und da habe ich gesagt, jetzt leck mich am Arsch, ich richte mein Leben jetzt nur noch danach ein. Ne, wer möchte, kann mich donaten und alles, ne? Kann halt hingehen und sagen, okay, ich Na unterstütze gut, aber das dich. sollte jetzt nicht dein Ziel sein, dass ihr da gleich donatet. Nein, natürlich, nein, ich will auch keinen dazu zwingen oder keine Aufrufe machen, ne? Das mache ich generell nicht. Wer macht, der macht. Wer nicht, ist auch okay, ne? Für mich reicht es den Content an sich, ne? Und ich habe auch eine Möglichkeit gefunden, mein Werbevertragsproblem zu lösen. Ne? Und jetzt habe ich halt angefangen, immer mehr mein Dings danach einzurichten. Und bis jetzt läuft es eigentlich sehr gut. Ich habe auch viele, viele Leute gefunden, die das an sich unterstützen. Ne? Die auch zocken und sagen, ey, das ist cool eigentlich, was du da machst. Facebook und Co. Ne? Die unterstützen das, wir feiern das. Und jetzt arbeite ich in dem Sinne ganz eng mit denen zusammen, ne, kann man sagen. Machen regelmäßig zusammen Livestreams, starten Videoprojekte und sowas, ne. Ist voll cool. Also, ja, ich habe das erste Mal seit langem das Gefühl, dass Zocken mal wieder Zocken ist. So wie man es gewohnt ist, ne. Dass eben halt, wenn man sagt, man ist da, dann ist man auch da, es sei denn, es ist irgendwas privat, ne. Aber bisher voll cool. Ich bin das gerade so richtig an Abfeiern. Und auch an sich so die Community von denen, ne? Und auch die bisher so mich vorher schon unterstützt haben, sind eigentlich alle voll dabei und jetzt läuft es noch besser. Also mittlerweile haben wir so einen Zuwachs an Community bekommen. Das ist der Wahnsinn. Ihr wollt aufs Maul, ihr könnt aufs Maul bekommen, ihr scheiß Geisterkrieger, Vollschwachmagen, du auch da hinten. Wo bist denn du jetzt? Bin nach rechts. Ah ja, ich hab dich gerade gesehen. Ich jump dir mal einfach hinterher, ich beam mich. Ist einfacher. Ja, aber warum sollte ich denn irgendwie großartig weiterhin versuchen, was Deutschland als normalen Job ansieht oder relevanten Job, versuchen das weiterzumachen, ne, wenn ich eigentlich schon hier meinen 12 Stunden Tagesablauf habe und alles, ne, mich da voll reinhänge, es mich Zeit, Nerven und keine Ahnung was kostet, jetzt würde ich richtig arbeiten, ne? Und oder sagen wir mal so, wenn jetzt alles gut läuft, habe ich in den nächsten Wochen auch meinen Kleingewerbeschein. So.
kriege ich nämlich auch von einem Freund von mir als Unterstützung, ne, wenn der 18 ist, der hat da irgendwie seine sein Vater hat da irgendwas, wenn der jetzt 18 ist und der eben halt mit Rechte hat und alles, sagte er zu mir, dann machen wir das. Bist du zurück teleportiert in die Stadt? Ja, ja, wir sind ja fertig mit dem Rift. Ach so, ja, stimmt. nee, aber dann sagte er eben halt, dass er dann auch hier, ne, Sponsoring macht und sowas und ich sag mal so, ich so gutmütig wie ich bin, glaube ich an seine Worte, ich glaube an die Ehrlichkeit, ne? Aber eben halt, ich hoffe sehr, dass es klappt, weil wäre natürlich sehr nice, wenn wir dann so einen Partner dabei hätten, ne? Ah, oh, schon. Wieder nichts Grünes oder Legendary. Ja, ich muss mal gerade eben mein Set umstellen. Warte mal auf das andere Set spielen, mal gucken, ob das besser läuft oder ob mehr Spaß macht. Ja, für mich gilt natürlich ja auch noch die Zeit, die mir davon rennt, ne? Wegen meiner abgewandelten, oder sagen wir mal, wegen meiner Epilepsie. Ne? Irgendwann habe ich keine ruhige Hand mehr. Ne? So. Und ich sag mal so, beim Zocken an sich interessiert das nicht. Kann ich weiterhin zocken, sobald ich meinen, sagen wir mal, Stoff, den ich dann verschrieben bekomme, ne, genommen habe, ist soweit alles in Ordnung. Ne? Nur trotzdem kann ich dann nicht normal arbeiten, weil, ne, die Garantie nie gegeben ist, wie lange das hält und du darfst ja dazu gedröhnt nicht Dings. Du darfst ja nicht arbeiten. Ja, schon klar. Ich werfe mal eben meine Läden hier auf. Für das Aufwerten der Läden eigentlich nochmal. Da war doch auch irgendwas. Atem des Todes. Oh, goldmäßig kostet es jetzt nicht. Nein, das werde ich nicht tun. Hier in den Transmogrifizieren. Was kommt denn? Das da ist Aussehen. Ach so. Aussehen ändern. Wo kann ich denn nicht die Kristalle, sondern zum Beispiel das Arkanstaub nochmal dahin tun oder vergessene Seelen. Das konnte man doch irgendwie verwerten, dann hast du auch irgendwas bekommen. Da war doch irgendwas. Ja, das machen wir später, das habe ich ja erklärt. Ach so, ja, stimmt. Das ist ja ganz schön. Vollkommen durcheinander. Um so ein... So, hab ich bereit. Ich muss gerade nur noch mein Bild stellen ein bisschen. Ich wollte es mal erst spielen. Meines konstruierten Körpers mit gespeicherten Erinnerungen nicht wirklich eine Wiederauferstehung ist. Aber ich sage, dass diese Narren nicht verstehen, was für ein glanzvolles Wunder Soltun Kul wirklich ist. Hast du schon meine Flagge gesehen? Nee. Hey, guck mal hier, die Flagge. In üblichen Stil mit der mit den Sensenmann und so.
Die ersten Gerüchte zum neuen zu einem neuen Addon sollen da sein, ne? Ja, habe ich schon gehört, habe ich schon gehört. Mal gespannt halt. Und bei Live League stand was wegen Dings, wegen Diablo 4, dass da schon die Geschichtsarbeiten zu in Gang kommen. Ja, gut, da wissen die Leute sich alle noch nicht ganz so einig, was das nun wird. Ja. Um die Titel soll sein Every oder Ewige Dunkelheit, so. Ja. Soll dann auch einer ein Diablo sein, genauso wie das Diablo 6, was jetzt schon bestätigt wurde. Die bringen jetzt noch Diablo 5 und dann kommt das Diablo nach das Battlefield, so wie komme ich jetzt auf Diablo. Wenn Battlefield 5 jetzt erscheint, kommt danach noch ein letztes Battlefield und danach gibt es nur noch Addons. Das soll dann so eine ewige Erweiterung sein. Also was erscheint. Ne? So wie auch Windows 10 aufgebaut ist. Windows 10 soll ja jetzt auch das letzte Windows sein, was je erscheinen wird. Ne? Oh, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, wie weit das gehen wird, ob die das wirklich durchhalten oder in 20 Jahren, oder sagen wir mal, 20 Jahre ist weit hergeholt, in 10 Jahren nochmal ein neues, Dings rausbringen, ein neues Windows, ne? Aber es hieß, Windows 10 soll das letzte Windows sein und dann kommen nur noch Addons oder sowas, ne? Womit das Windows dann erweiterbar ist oder die Engine erneuert. Sollen aber keine 200, 300 Euro mehr kosten, sondern eher so alles Maximum 80 Euro. Ja, und dasselbe will jetzt auch Battlefield damit machen. Dass sie eben halt nur noch mit den einen Battlefield dann ewige Erweiterung machen. Aber da setzen irgendwie im Moment viele drauf. Habe ich gemerkt. Ich weiß zwar nicht wieso, aber sie machen's. Ich bin Paragon Stufe 80. Yeah. Oh, ich bin mal gestorben. Was ist denn das? Eine Leiche wiederbeleben. Das ist ja mal was Neues. Halte ich mich überhaupt hier mit denen auf, wenn du schon längst weitergegangen bist. Gut, das weißt nur du. Ja. Ja, das Problem ist, das hat mein Kollege mir so, da habe ich von meinen Kollegen halt, wenn du, du richtest dich ja dann irgendwie nach einer Zeit immer nach dem, mit dem du angefangen hast, ne? Mhm. Bis du eben halt gemerkt hast, dass es Schwachsinn ist oder mit anderen spielst. Aber vorher machst du es dann immer so wie mit dem du als erstes gespielt hast. Ist ja bei Shootern auch nicht anders. Du spielst erstmal immer so, wie du es gewohnt bist.
Ne, weil der hat echt jedes Monster mitgenommen. Jedes einzelne. Wenn dem langweilig war. Oh, ein Gürtel. Legendary Gürtel. Warum ist das eigentlich so, dass dass so viele eigentlich nur wenige Monster mitnehmen, statt alle zu bekämpfen? Weil du den Modus, den wir gerade spielen, also was heißt den Modus, den Rift hier, ne, das Riften, machst du eigentlich nur, um Atem des Todes zu farmen. Das droppt halt nur von blauen Monstern oder gelben. Ach so. Machst du halt nur wegen zwei Sachen, wegen Goblins, wegen diesen Atem des Todes und wegen den Rift Keys, die du kriegst. Ja, stimmt, hatte mein Kollege mir erzählt, es gibt da gewisse Rifts, die musst du außerdem in einer bestimmten Zeit, dann bekommst du so eine ganz legendäre Rüstung und sowas. Ja, ne, Rüstung nicht, aber Edelsteine kriegst du. Ja. Legendäre Edelsteine. Ja, er sagte zu mir, es gibt auch Rifts, da kommen Rüstungen, aber das war von einer früheren Season. Ne? Nee, er hat schon recht, so, in der jetzigen Season ist es so, wenn du einen 20er Rift Solo schaffst, kriegst du dann den letzten zwei Set-Teile. Achso. Dann kriegst du jetzt noch deine Hose und Rüstung dann. Da liegt was Grüne. Mein Gepäck ist voll. Oh mein Gott. Irgendwas Unwichtiges raus. Mit diesem Grün. Huch. Achso, die sind gar nicht grün. Der Boss, der war einfach mal One-Hit, Alter. Ich hab ne grüne Rüstung. Was ist das? Käfig der Höllenbrut. Grüne Rüstung. Anlegen. Ich teleportiere mich zu dir. Geht schneller. Ich glaube, das ist eh schon verkackt. Warum? Ich hatte den Boss aus Versehen gewone-shottet. War so nicht geplant. Und wenn du ja nicht dabei bist beim Boss, kriegst du glaube ich die Drops nicht. Warte, ich komm mit dir runter. Ist eigentlich der Loot liegen beim Boss so. Da liegt ein grünes Amulett. Warte, ach, M, ich drück immer M. Weg damit, hier, hol das Amulett so. Wieso kann ich nicht mehr tragen? Weg damit. Okay. Dann halt hier hin, weg, so, fertig aus. Wo ist der? Da, grünes Amulett. Das Set hier kann man bestimmt ganz gut spielen mit einem Tank. Wobei, ich bräuchte eigentlich nur die richtige Waffe, dann wäre das kein Ding. Hattest du das grüne Amulett, was ich bekommen habe, gesehen? Ich kehre in die Stadt zurück. Nee, steht schon wieder nicht im Chat drin. Also. Dann kriegst du... Dürfte aber Spur des Abenteurers sein oder Blacktons Kreuz. Blacktons. Wie heißt das? Blacktorns Waffenkreuz. Kreuz von Dunkelheit. Ja, ich will schon. Kommt drauf an, wie es gerollt ist. Habe ich auch schon direkt ausgerüstet.
das denn mittlerweile? Ich habe eine Nachricht. XD, was ist XD? Oder sehe ich jetzt doch Premium? Hab mir was gegönnt. Spasten. Spasti. Hat mein Kollege sich Battlefield 4 Premium gegönnt. Ich so, du Spasti, hättest du das gesagt, hättest du direkt für mich mitholen können. Die einen so, die anderen so. Ja. Ja, ich weiß eh, dass er jetzt gleich, also spätestens wenn der hier ist, dann hingeht und sagt, ja komm, dann holen wir auch dir das Premium. Nö, ist mir doch egal, ob jetzt oder später. Das kann ich nicht tun. Das ist ja so ein witziger Kerl. Da muss mir erst eins reinwirken, weißt du, bevor der nett ist. Das werde ich nicht tun. Ein bisschen los schon wieder. Da haben wir ihn gezeigt. Ja, Monster. Ist der Mob. Ja, gut. Du Mars! Also sind die Monster neu hier, die großen? Komisch. Ja, ja, die haben die so... Sind neu, ne? Ne, die vierarmigen nicht, ne, ne. Nee. Weil die kenne ich noch gar nicht. Die war ich noch gar nicht, dann so noch gar nicht drin. Kennst du eigentlich Enter the Dungeon? Habe ich mir schon mal runtergeladen. Das ist, Trick-like aber Shooter ich in Diablo-Spiel. Ich weiß schon. Finde ich hammergeil. Mir hat das nicht ganz so gefallen, weil es doch ein bisschen sehr schwer ist. Ja, was mich, was ich eher negativ finde, ist, dass man kein Online-Koop hat. Dass man unbedingt wieder mal typisch Dings, ne, dass du nur offline spielen kannst. Dann haben die, hat's Dings ja bei fast jedem seiner Games. Ich muss mal eben in die Stadt zurück. Bin voll. Ich hab schon wieder fast ein Monster leer, ey. Gestern 4 gesoffen. Alles reparieren. Jungs, was Besonderes dabei? Nein. Ein paar Legendary, das war's. Legendary tue ich mal in meine Kiste. Man weiß ja nie, wann... Dann kriegt man gleich auf meine Flagge drauf, dann potzt sich direkt zu mir. Mhm. Ich bin von einer prächtigen Truhe, deswegen. Sonst noch was, das gelbe Zeug kann jetzt auch weg. Ich hab dir hier auch gleich noch einen Ring hingeschmissen, dann auch anziehen. Nice, danke. Wie viele spielen denn in deinen Clan da? Oh, gestern waren wir 7 Leute online. Ah, nice. In den Clan, wo, oder sagen wir mal die Jungs, womit ich sonst immer gespielt habe, ja. Sagen wir mal so, die sind echt nett, aber die sind nicht unbedingt offen für Noobs, ne? Oh, unsere eigentlich auch nicht so, aber ich bin eigentlich schon mal der Einzige, der die Leute durchcarried. Ich wurde wohl noch mehr gefürchtet. Ah, der Ring ist aber nicht so gut, den du mir da gegeben hast. Doch, weil du rollst später dann die Intelligenz weg. Zu kritischen Schaden und dann ist es der perfekte Damage Ring. Kann ich so meinen anderen Legendary dabei tun. Ja, genau. Ah, gut. Ja, nee, ich habe nur den einen Ring erst angezeigt bekommen, deswegen. Und ich hatte noch einen gelben, aber eben halt wurde mir nicht angezeigt, dass ich den auch da drauf setzen kann.
Das war mein Problem. Weil ich hätte ihn jetzt am liebsten gegen den gelben ausgetauscht und zum Glück kann ich das doch tun. An der Front muss es immer schön sein. Sehr weise. Hä, trotzdem tot? Lol, ich setz mir Dings auf. So Lebensenergie gerade und dann bin ich auf einmal instant tot. Lol. Statt hier geht ihr ja schlimmer ab wie bei Herr der Ringe. Nö, ja, es ist halt übertrieben heftig, die Monsterdichte hier. Kenn ich so auch nicht. Ja, die haben vieles geändert, ne? Die haben einige Raids schwieriger gemacht. Die haben zusätzliche Inhalte wieder reingehauen. Balancing soll verbessert worden sein. Wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, es sind jetzt alle Klassen ungefähr auf dem Stärke-Level. Der Schwierigkeitsgrad von den höheren Qualstufen soll erhöht worden sein, weil viele Spieler sich beschwert haben, dass es zu einfach sein soll. Zurück in die Stadt oder wie? Ja, ja. Ich kehre in die Stadt zurück. War gerade nur so schön viele Monster, da hat sich das Set hier schön ordentlich gelohnt. Na gut. Ich hab vielleicht doch noch einer aus dem... Nee. Und auch kein Legendary. Ja, auch nicht die Regel. Ich musste mich aber die Tage... Erst habe ich mich aufgeregt, aber nachhinein musste ich mich über meinen Nachbarn kaputt lachen. Weil er ja der Meinung war... Ich würde hier ja... regelmäßig, kann man sagen, Partys schmeißen. Ja klar, macht jeder. Bei mir ist es andersrum, bei mir regen sich die Leute auf, dass ich keine Party mache. Ach so. Ja. Was hältst du denn von dem Gürtel hier, der hat mehr Rüstung als den ich trage. Die Rüstung kannst du ignorieren, Keule, es geht einfach nur Gürtel um... Gürtel ist das. Ja, ich meine ja die Rüstung von Gürtel. Ach so. Kannst du ignorieren. Es geht nur um den Set Geschicklichkeit, Vitalität und Widerstände. Ach so. Das ist das Wichtigste. Guck mal, der Hagelsturm, der hat ja auch so oder so 500 Rüstung. Mhm. So, und ein Geschicklichkeit ist ein Rüstung. So, das heißt, der Gürtel hat sowieso 1000 Rüstung. Ach so, okay. Gut, dass ich das mal weiß. Ich dachte, du kriegst ja mehr Sets dadurch raus. Ja, Stats ist wieder mehr Damage und Death. Und dann passt das. Ja, so, wir machen mal hier einen Gobbo-Rift auf. Nee, weil ich hatte seit längerem am Wochenende hier Besuch und die Jungs haben sich, was heißt daneben benommen, aber eben halt... Ja, also es hieß mal leise sein, wahnsinnig leise. Ne? Ich bin irgendwann, keine Ahnung, eingeschlafen und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich ins Bett gekommen bin. Ja, aber okay, ich vergesse vieles, wenn ich mich pennen gehe. Wenn ich dann noch dabei bin, bin ich noch hellwach so und sobald du mich morgens früh dann wieder antriffst, kannst du mich fragen, dann brauche ich erstmal eine Zeit, bis ich mich wieder dran erinnere. Nichtsdestotrotz sollen die beiden hier extrem laut gewesen sein und mein Tisch sah echt mehr als viel unter aller Sau aus, wo ich mir sicher bin, ich bin aber nicht ganz unschuldig daran. Gut, aber ich dann morgens runter zu Dennis und dann eben halt
kommt mein Nachbar mir entgegen und meint, sich mit mir zu unterhalten wegen seinem Dachboden, also Dachspeicher. Und meinte dann auch, sich bei mir zu beschweren, dass ich hier dauerhaft Party schmeißen soll, was gar nicht ist. Oder auch gar nicht sein kann, weil ich ja gar nicht so. Ja, jetzt kommt erstmal eine Sequenz. Weil ich ja gar nicht so viel Geld habe, ne? Inventar, boah, was ist denn hier alles gedroppt? Eine ganze Menge. Achievement, den ganzen gelben Scheiß kann ich ja soweit. Ah, ich habe noch Platz. Brauche ich nicht wegschmeißen. Das war's nur, man rennt da nur rein, um das Ding da down zu hauen. Achso, das ist gar kein Ring. Ich dachte, da liegt noch ein Ring. Ich muss zurückkehren. Ja, kann sein, dass du Gabe des Sammlers gedroppt hast. Wegen der Edelsteine und mit mehr Gold drauf. Nee, vor der Kiste sah's aus, als würde da noch ein Ring liegen, aber das war kein Ring, das war die Kiste selbst. So. Na gucken, wie viel Geld ich denn jetzt gemacht habe. Ja, nice. Ich bin schon mal mehrfacher Millionär. Jetzt habe ich so einen komischen Elektro-Schutzschild. Ja, wieso? Für was? Was hast du gehabt? Keine Ahnung, den hatte ich jetzt auf einmal. Könnte ja sein. Keiner, wahrscheinlich noch von deinem. Toll, jetzt habe ich hier Mantel des Kanalisierens. Legendary. Ultra. Ich weiß schon. Scheint recht gut zu sein, kann ich aber ja nicht anlegen. Ich weiß nicht, brauchst du die? Kannst du die verwenden? Nee. Kannst du crappen. Okay. Ich sehe das schon im Nachhinein in den Kommentaren. Hätte ich dich zu dem Zeitpunkt gekannt oder hättest du gestreamt, wäre ich dazu gekommen, hättest du mir geben können. Ja, eigentlich nicht. Kannst du eh noch mit den Leuten traden, die mit denen du zusammen gedroppt hast. Ach so. Auch nur dann 2 Stunden lang. Hast du schon was Neues aufgemacht? Nee. Ah, aber jetzt. Obwohl, wir machen. Ah, nee, wir machen nur. Ich mach's jetzt. Nochmal? Nee, wir machen erstmal noch normale Rift. Ja. Nee, ich hab's so gesehen. Das ist das Schöne bei meiner Krankheit, weißt du? Dadurch, dass ich dieses Zucken habe, kann ich unglaublich schnell die Tasten drücken. Schneller als einige andere, weißt du? Und dann haue ich immer meine Angriffsgeschwindigkeit hoch, weil, ne? Ich meine, damit die Abklingzeit kleiner ist. Und dann kann ich das Ding so durchspechen, dass ich mehr Schaden mache, teilweise mache, als meine Fähigkeiten, ne? Weil die nicht mehr hinterherkommen. Finde ich dann immer ganz lustig. Also Hass und so was hoch, ne? Und dann rumgebiegen. Zwar vergewaltige ich damit irgendwie meine Maus, aber okay.
gar nicht, wie mein Kollege ist. Also ich weiß gar nicht mehr, wieso ich mir das für meinen Kollegen geholt hatte. Das Spiel. Ich wollte eigentlich nur einen kleinen Zockerabend machen und so. Also ja, ich hab aber hier Season. Ich so, ja, kannst ja auch hier hinkommen und bei mir Season spielen, ne? Und keine Ahnung. Gespräch ging immer weiter und irgendwann habe ich gesagt, gut, dann hole ich es mir jetzt auch. Ey, da droppt ein Handschuh. Party time! Nicht mehr tragen. Ich muss zurück in die Stadt. Ich muss zurückkehren. Ich bin voll. Heftig das Set, Alter. Ich komme jetzt zu dir. Oh. Mal gucken, was er jetzt sagt, wenn er da lädt. Ich gar nichts, weil mein Handy wieder mal noch nicht losgeschickt hat. Da war die nächste Dose leer. Mein Training zahlt sich aus. Okay, dieses Mal hat die Dose aber über eine Stunde gehalten. Wieso wie sonst innerhalb von 20, 40 Minuten Dose weg. Ich ein Max. Ich weiß auch gar nicht, was Flo auf einmal hat. Tablet, Video ist. Hast ja vorhin mitgekriegt, dass er sagte, hast du mich gefragt, ja, als wir regelmäßig noch Rocket League gespielt haben, hat er nämlich noch zu mir gesagt, ah, hör auf mich zu fragen, das nervt. Ne? Weiß doch eh, dass ich ja sage. Ja. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gefragt. Mein Gepäck ist voll. Bin ich schon wieder voll? Ne, das sind nur die Blutsblätter. Ich habe schon wieder zu viele von denen. Na, komm raus. Ich muss zurückkehren. Was ist jetzt mal losgesendet? Ja, Handy hat endlich losgesendet. Boah, kotzt mich das mit dem Ding an, ne?
Lord ist jetzt online. Man tötet mit mir eh nichts, aber okay. Was mache ich mit den Büchern? Ich habe Rechtsklick, wenn du den Händler offen hast, da rechtsklick. Was? Dann kannst du das Rezept einlösen. Ich habe auch ein grünes Rezept. Ja, einfach alle einlösen. Okay. Ich habe sogar zwei mittlerweile. Und was jetzt? Kann ich wieder... Kannst du wieder alles so scrappen. Also. Ich habe da Bücher mit einem Diamant. Ja, da musst du dann zu dem Diamantenhändler hier, zum Juwelenhändler. Okay. Legendärer Juwel, Bannerform. Okay. Ich habe auch gefühlte 7 Millionen oder hunderte von diesen kleinen Steinchen. Oder sagen wir mal, was heißt klein, aber mehrere von den Edelsteinen. Oh, was sind das? Irgendwas Legendary-mäßiges. Achso. Kann ich aber nicht verwenden. Stopp mal einen neuen Rift, ne? Musst du auch beschädigen. Kleinen Moment. Wo muss ich bestätigen? Jetzt. Annehmen. Lord ist unserer Sitzung beigetreten. Und unserer Gruppe. Oh. Der zu dir? Ja. Achso. Weiter mit dem Clan. Kommt er nicht auf den TS oder wie? Nee, nee, selten, weil er hat immer so schlechtes Sprechen. Wir müssen kurz noch irgendwie warten. Ja, kein Thema. Ja, das ist selten auf den TS. Gut, dann beende ich mal eben den Part hier.